Einen wunderschönen, einen allerbesten guten Morgen hier südlich von München. Ich habe mich relativ spontan entschieden, heute und morgen frei zu nehmen. Und das bedeutet für mich Zeit, um nach Italien zu radeln. Ihr seht, die Sonne geht gerade auf. Ich bin seit 40 Minuten unterwegs, in München gestartet. Ah, oh, die Sonne! Und jetzt geht es erstmal zum Sylvensteinspeicher. Dann nehme ich euch mit zum Aachensee, durchs Inntal durch, Richtung Innsbruck, die alte und verkehrsarme Römerstraße hoch auf den Brenner. Von da dann die Grenze nach Italien rüber, nach Sterzing und von da dann nicht nach Bozen, wie sonst, wenn man zum Beispiel Richtung Gardasee fährt, sondern über den Jaufenpass hoch. Der ist dann nochmal ein bisschen über 2000 Höhenmeter hoch. Und dann kommt das Tolle, das Tollste. Es geht dann relativ steil runter ins Passaiatal. Und was das Tolle daran ist, dass es da so steil runter geht, ist, dass auf einmal man auf so einer Höhe ist, dass es einfach die Pflanzen, die Vegetation schon mediterran fast ist. Dann wachsen da auf einmal Palmen und Feigen einfach so. Und ja, deshalb möchte ich unbedingt durchs Passaiatal, weil man da einfach so eintauchen kann in diese gänzlich andere Welt. Davor in Sterzing, so ein bisschen höhere Lage, über 1000 Höhenmeter, und dann runter ins Passaia von 2000 Höhenmetern. Ja, genau. Daher nehme ich euch heute also. Ich will mittags am Brenner sein, so um 1, vielleicht auch 1:30, weiß jetzt nicht genau. Bin ja schon lange nicht mehr gefahren, habe also alles, was ich womöglich meinen Muskeln hatte, bereits abgebaut, wunderbar. Und ja, somit mit Sicherheit nicht die höchste Geschwindigkeit. Deshalb vielleicht um 1, 1:30, mal vielleicht dauert es bis 2, bis nach Italien. Und dann geht's um mich. Die Berge! Ich hoffe, man sieht die überhaupt. Ich bin etwas außer mir. Hier, mein Gott. Morgenstund hat Gold im Mund. Kein Mensch unterwegs hier, fast keiner. Uhr zwischen Bad Tölz und Lenggries angekommen. Der Verkehr nimmt natürlich deutlich zu. Jetzt kommt gleich ein LKW, wie ich im Rückspiegel sehe. Aber die meisten geben sich Mühe. Alles gut. Thank you.
Jetzt gibt's Happy. So, den Silbensteinspeicher, den habe ich jetzt hinter mir gelassen. Bin nach links, also nach Osten gefahren in Richtung Aachensee und werde jetzt demnächst die Grenze passieren nach Österreich. Schönes Gefühl mal wieder, mit dem Radl über eine Grenze zu radeln. Das letzte Mal habe ich so Corona gemacht, das Jahr. Normalerweise mache ich das ungefähr alle 2 Wochen. Gut. Du heißer! So, das ist also der Aachensee. Da seht ihr den Radweg, der am Aachensee entlang führt. Ich bin jetzt ungefähr im nördlichen Drittel, das habe ich jetzt hinter mir. Und ja, da mein Fahrrad, wie man erkennt, der Radweg hier und dann geht es jetzt da so ein bisschen um eine Kurve rum. Das ist ein super Radweg, kann man toll befahren. Angekommen im Inntal, diese wunderbare Abfahrt runter nach Jenbach, die ist immer sowas von geil vom Aachensee. Viele gerade Abschnitte und ein paar schöne Kurven. Ja, das Inntal. Ist das nicht schön? Da nach hinten muss ich. Und von da komme ich. Schön. So, Kinder, da hinten ist der Zing und da vorne ist der Jaufenpass. Jetzt muss ich gerade wieder überlegen, wie der so, ich glaube, dass diese Schräge, die man da sieht, das müsste der Weg zum Penserjoch hoch sein. Und hier, ich kann mich erinnern, ich bin immer nur von der Seite gekommen, ich kann mich erinnern, dass ich an diesen, ich glaube, diesen Höfen da vorbei bin und darunter, sprich, der Jaufenpass ist dort. Und ja, jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wie viele Höhenmeter der hat, aber schon ein paar. Jetzt bin ich auf 1000 noch irgendwas.
Da ich jetzt in Italien bin, habe ich gleich mal Effekt Heischen, Klammer aufgemacht hier, weil jetzt heißt es Brusthaar zeigen und dann geht es mal weiter. Das schaut schon heftig aus. Richtig geil auch. Der Gegenwind nervt mich jetzt ein bisschen. Den habe ich überhaupt nicht bestellt. Ich will ihn nicht. Aber das Gute ist, ich habe es jetzt dann bald. Vielleicht noch 200 Höhenmeter oder so. So, ich muss jetzt unbedingt. Ich muss jetzt Aktion. Ich bin so langsam, wahnsinnig langsam irgendwie. Habe ich schon ein bisschen Probleme in Anführungsstrichen das Mal. Wahrscheinlich, weil ich natürlich nicht trainiert habe, gar nicht, also null das Jahr. Und ja, das merkt man natürlich schon bei der Geschwindigkeit. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Das war jetzt natürlich nur semi-geil. Ich habe nämlich nur 7 Euro Bargeld dabei gehabt und der EC-Kartenautomat hier hat, also das Terminal da, funktioniert wohl nicht gerade. Also konnte ich mir jetzt nur was leisten für 6,50 Euro eine Gulaschsuppe und ich wollte auch unbedingt diese geilen Kuchen da. Oh, die sind so riesig und so geil und ich wollte Gulasch und Kuchen. Ich wollte alles. Naja, jetzt habe ich halt nur Gulasch gegessen, nicht mal was getrunken, aber Leitungswasser habe ich gezogen bekommen. Ja, jetzt geht's runter.
2000 Höhenmeter bergab, irgendwas mit 300 Höhenmetern nochmal bergauf, bis ich dann durch Meran durch und im Finchgau bin. Und ja, mir ist arschkalt hier oben. Es ist einfach arschkalt, es ist unglaublich kalt. Und ich habe nicht mal Beinlänge dabei. Lass mal starten. Ja, sehen tue ich wenig. Und neue Bremsbeläge brauche ich auch. Arschkalt, es ist arschkalt! Ah, ja, ich sollte meine Bremsbeläge tauschen. Where do we go, I wanna know. Where do we go, do, 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 do. I wanna know! Wahnsinn, was die Psyche ausmacht. Nur weil ich über diesen beschissenen Berg jetzt drüber bin, geht's mir so viel besser, auch körperlich. Ich habe Magenverstimmungen gehabt und alles Mögliche. Das ist alles weg, es ist weg! Einfach nur, weil ich jetzt halt einfach über diesen Berg drüber bin und diese Last quasi los habe. Ist doch Wahnsinn, oder? Die Psyche ist so krass, der Mensch, der Körper ist so Wahnsinn. Was wir alles können. Oder machen oder wie auch immer. Oh, Mann, es hat doch was. Da ist doch, das Wort episch benutze ich ja ungern, aber da ist doch episch hier. Oh. Na, Marco ist auch schon da. Das mögen alle Rindviecher, wenn man sie hier streichelt. Okay, ich geh wieder. Yo! Kommen wir der Sache langsam näher hier. Mann, die Straße ist so schön ausgebaut, die ist perfekt. Perfekter Belag. Alles. Oh. Oh yes. Geil. Es wird schon deutlich wärmer. Und ich hab Bock, dass es wärmer wird. Mir ist arschkalt. Hätte ich doch mal Beinlinge mitgenommen. Ich fauler Sack. Schaut euch mal die Vegetation übrigens an, was hier so wächst. Und dann schauen wir uns an, was unten wächst. Das ist unfasslich. Mit geübtem Blick erkennt man hier etwas. Da auch nochmal. Was hat sich an der Vegetation geändert? Hier wachsen Maroni-Bäume. Maroni-Bäume, die wachsen nicht einfach so irgendwo. Die wachsen nur da, wo es warm ist. In München kenne ich nur 2 Maroni-Bäume. Und die werden, glaube ich, die kommen nie zur Fruchtreife. Man merkt schon, das hier ist ein sonnenbeschienenes Tal. Bei Höhenmeter? Keine Ahnung. So, Freunde, ich sag nichts mehr zur Vegetation, gell? Also es reicht ja, diese Feige mit Reifenfeigen zu sehen. Diesen Maroni-Baum. Wie viel Kästen, also Südtirolerisch für Maronis, kriegt man da wohl raus. Mein Gott! Walnuss da oben. Schön.
eine Bremse. Mein Gott. Es hört sich an. Ich müsste nur verstellen, aber da unten ist mehr ran. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Scheißdreck mache ich. Es ist niemand da. Ist ja unfassbar. Miran, jetzt hast du mich wenigstens wieder. Das ist echt heftig. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Wenn ich Geld hätte, würde ich natürlich auch mehr Eis kaufen, aber so schlecht.